Ach, Kacke. Vor allem, wenn man es falsch macht. So. So. Passt. Weil das, dass man jetzt nicht mehr so weit hoch kann oder so hochgreifen kann, ist ein bisschen unschön. Gerade wenn man so Arbeiten weit oben macht, ist es doof. Gut, es ist ein bisschen unrealistisch, wenn Stevie hier 20 Meter in die Luft greifen kann, um einen Block zu setzen. Aber wenn ich das noch richtig weiß, früher ging das. Jetzt haben wir kein Glas mehr. Na super. Jetzt haben wir zwei Stacks verbraten schon. Sehr, sehr komisch. Ja, man verläuft sich auch. Das ist... Ah. Warum haben jetzt gerade eben erst die Ding geladen? Die Chests? Komisch. Wie weit bist du? Ohne Kohle. Na super. Scheiß drauf. Verbrenn mal das Holz. Das geht ja auch. Hier? Nee, natürlich nicht. Hier habe ich natürlich auch noch nichts angebracht. Aber hier ist es ja... auch ein Problem. Na, shit. Hier jetzt dann wieder auch, oder? Ja. Okay. Aber hier haben wir es komplett fertig und hier. Wunderbar. Ah, jetzt wäre ich fast runtergefallen. Aber nur fast. Ich bin ja dann freiwillig runtergesprungen. Uah, Selbstmörder und so. Hier geht es ja noch mit Springen und allem. What the heck war das gerade? Habt ihr auch dieses Flimmern bei mir auf dem Bild gesehen oder nicht? Ah, Manu. So. Hier. Was gibt's da noch zu sagen? Ja, ich werde bald wieder, Scheiße. Wir müssen es halt so machen. Gut, wir haben ja noch ein paar Schaufeln. Okay, dann haben wir fast alles gemacht. Und ich glaube, ich werde es dann auch, sobald wir hier dann alles mit Wasser gefüllt haben. Ja, das bei der Aufnahme belassen. Ah, super. Super. So wie der Skoda, ne? Jetzt müssen wir uns wieder Glas holen. Und die Erde holen wir uns auch wieder. Das ist schon komisch. Ich send den. So. Ja. Die ganze Erde hier müssen wir dann halt auch wieder wegmachen. Da kommen wir natürlich von da nicht hin. So. Aber so wie wir sehen, macht der Ofen schon wieder gute Arbeit und ich laufe vorbei. Boah, das dauert so ewig. Ewig und drei Tag. Hier sind wir fertig. Ah, hier fehlt uns noch. Ah, das kriegen wir ja von hier oben fertig. Das ist ja kein Problem. Wir haben ja hier keine Steigung mehr, wollte ich gerade sagen. Naja, machen wir es halt so. Wunderbar.
das hier raus. Das hier und der hier. Dann können wir nämlich schon mal die anderen Sachen hier zum Fließen bringen. Ah ne, wir haben ja hier noch einen kleinen See. Den habe ich ja nicht zugemacht, aus weiser Voraussicht natürlich. Weil ich bedenke ja immer alles, nicht? So. Hier weiter. Da. Jetzt noch ganz kurz. So. Ja, das nebenher schreiben. Ich weiß, es ist unprofessionell, professionell, aber mir egal. 3, 4. Wunderbar. Das Wasser kommt da rein. Und dann da, hier. Ist immer auch schon fertig. Hey, wir sind ja echt. Ah, da ist ja noch das Wasser. Oh. Hehe. Fast. Hier sind wir fast fertig. 3, 4. Nein. Danke, blödes Wasser. Du hast mich abgetrieben. 6. Gut, dass ich da keinen Redstone habe. Na, war das. Ja gut, jetzt gehen wenigstens die Fackeln weg. So, ich brauche jetzt dann noch mal einen Stack. Okay. Hier müssen wir das dann hinmachen. Na super, jetzt sag bloß nicht, wir haben es hier alles falsch gesetzt. Hä? Aha. So. Warum ist das 2 zu kurz? Hier fließt doch auch richtig. Ah, wir haben es ein. Hä? Komisch. So, und wenn es jetzt drüber schwappt. Hä? Da ist. Hä? Also irgendwo stimmt es jetzt nicht mehr. 1, 2. Das passt doch. Nee. Jetzt passt's wieder. Okay, dann holen wir uns noch ein bisschen Glas wieder. Und weiter geht's. Nee. So muss das sein. Und hier. Genau, und dann müssen wir
hier das von unten machen. Na. Super. Super. Gut, dann nehmen wir mal die ganzen Fackeln hier auf. Wo die Turtle uns auf den Boden gesetzt hat. So. Ah, da sind auch nochmal zwei. Sehr schön. Dann haben wir es gleich geschafft. Dann haben wir es gleich geschafft. Und die Felder werden langsam grün. Sehr schön. Nee, das war hier, das vorletzte. Also warum zuckt es manchmal so? Ich weiß es echt nie. Jetzt scheitert es an zwei Blöcken Gras. Glas. Wie komme ich jetzt auf Gras? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Eins, zwei. So, jetzt mal schauen. Genau, das passt wunderbar. Aber da immer noch nicht. Heiland, zack. Das Glas geht bis dahin. Das auch. Und das geht bis dahin. Das passt doch alles. Und das geht bis hierhin. Hä? Hier ist es eins zu weit hinten. So, okay. Ich brauche jetzt nochmal zwei Glas. So. Um die Erde zu hier zu ersetzen. So. Und hier. Und da. Genau, wunderbar. Dann haben wir das hier auch alles geschafft. Mal kurz gucken, was der Turtle hier so macht. Boah, jetzt sag bloß nicht, die Chunks haben neu geladen da. Da ist wieder irgendwas schiefgelaufen. Mit dem Turtle. Das ist immer so ein Scheiß. So. Ja. Ja. Fertig. Clear Cube. 34, 54, 10. Hallo? Oh. Ja. Verständlich. Wenn ich keine Energie hätte, würde ich auch nicht gerne arbeiten. Und hier ist auch falsch. So. Ja, das passt. Das ist auch alles. Warum habe ich da unten Windgeräusche gehabt? Komisch. Ah, weil es regnet.
Habe ich es gerade gar nicht so mitbekommen da unten. Ich wundere mich schon, warum es denn da so tut. So tut und tut. So. Oh, ups, Stein. So. Dann haben wir endlich das Schild fertig gemacht. Nein. Das Feld fertig gemacht, so rum. Also, wie es aussieht. Haben wir auch keine Göhle mehr. Also hier auf Tasche. Schauen wir mal hier in die Kiste rein. Auch nichts. Doof. Das ist doch schlimm, wenn wir nicht mehr genug Zeug da haben. Nein. Nein, wir haben Erde wie Sau. Da ist auch nichts mehr drinne. Außer Cobbles. Hey, wir müssen dann die ganzen Baustellenkisten auch irgendwann mal wegruppen. Weil sonst haben wir hier ein kleines Problemchen. Project Table. Hier. So, wir haben noch 3 Stacks an Kohle. Gut, aber da würde ich sagen, da lasse ich jetzt nochmal die Turtle ein bisschen offscreen laufen. Weil sonst kommen wir hier auch nicht voran. So, Refuel All. So, jetzt muss ich nochmal kurz schreiben. Warte. So. Und wieder mal 34, 54, 10. Hoffen wir es mal, dass das jetzt macht. Also das ist schon mal fertig. Da müssen wir jetzt nur noch Ding draus machen, dass es Ding wird. Farmland. Und dann können wir hier schon mal, also dann in der nächsten Aufnahme des Redstone und alles machen. Das wird auf jeden Fall dann noch interessant werden. Aber dafür würde ich dann sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüssi.